Witting, na, wie ist die Lage? Habt ihr die Corona-Zeit gut überstanden? Ich hoffe, dass noch alle gesund sind. Jetzt haben wir schon ein paar Monate rum, wa? Ist schon wieder Urlaubszeit. Wahnsinn, echt. Ja, wir fahren dich da nicht weg. Wir machen nur Tagestouren. Ne? Letzte Woche, du, Lisbeth wollte an die Ostsee. Ich sag noch, lass es uns lassen, ja, von wegen, du. Wir waren Timmendorfer Strand, meine Fresse. War das da voll? Ich meine, was erwarten die Leute denn? Ich meine, ist das nach der Vertreibung aus dem Paradies unser Traum? Sommer, Sonne, Sand und Meer. Und dann liegst du eine oder zwei Wochen mit deinem Partner eingepügelt in Sonnenmilch und Strandsand und quälst dich da. Ich hatte nach einer halben Stunde auf dem Laken, wusste ich schon nicht mehr, was ich denken soll. Und die anderen, die hatten dann noch 14 Tage oder 13 vor sich. Das ist doch Wahnsinn. Die einzige Abwechslung, die du bei so einem Urlaub hast, dann ist das gegenseitig eincremen mit Sonnenmilch. Und sind wir mal ehrlich, das wird ab einem gewissen Alter auch nicht gerade schöner, oder? Die Menge Sonnenmilch, die man verbraucht, die wird größer, weil die Oberflächen sich auch vergrößern. Aber das ist doch nicht schön, oder? Ich weiß es nicht, meine Güte. Aber Lisbeth, die muss immer ans Meer, die muss auch Muscheln sammeln. Die sammelt Muscheln, wir haben Muscheln, wir haben die ganze Fensterbank, haben wir voll mit Muscheln. Muscheln waren mal Zahlungsmittel. Ja, aber darauf zu hoffen, dass die Sparkasse die irgendwann mal wieder annimmt, weiß ich auch nicht. Ne? Dann kam sie auf die Idee, ob wir nicht vielleicht mal im Garten zelten wollen. Ja, Pustchen, letzte Woche haben wir ausprobiert, haben wir eine Probe nachgemacht bei uns im Garten. Um 11 haben wir schon wieder bei uns in der Bude auf der Matratze und haben erstmal ausgepennt. Wahnsinn. Ne? Ja, zelten ab einem gewissen Alter, dann verträgt sie einfach nicht mehr der Trose. Das muss man sagen, das geht nicht auf. Wenn ich abends noch vielleicht ins Zelt reinkomme, ne, dann brauche ich am nächsten Morgen brauche ich doch einen Flaschenzug, der mich wieder hochzieht. Das kannst du vergessen. Und es ist ja auch nicht so, dass du dich einmal hinlegen kannst und dann bist du durch. Nein, ab einem gewissen Alter, und da gehöre ich nun mal zu, muss man nachts ja auch hin und wieder mal raus. Da kommst du mal hin. Wenn der Körper die Flüssigkeit zwar in einem Rutsch aufnimmt, aber nur noch in Etappen abgibt, ja, dann musst du nachts auch hin und wieder raus. Und dann musst du dich jedes Mal aus diesem blöden Zelt rausschälen. Dann hast du die Klüsen, du siehst nichts. Dann fällst du über diese blöden Schnüre da. Och, vollkommen. Ja, der Waschraum, der ist ja auch meistens 2 Kilometer von deinem Zelt weg. Deswegen hat, glaube ich, auch irgendwann mal einer von diesen Campern dieses Chemieklo sich ausgedacht. Da kannst du ja in deine Hütte, kannst du denn da ja, also im Dunkeln, da das keiner sieht, kannst du das. Und dann, ja, aber das Ding muss ja auch ausgeleert werden. Und das ist so. Habt ihr das mal gesehen? Morgens rennen sie alle mit diesem Eimer, rennen sie denn in den Waschraum. Und dann tun sie alles so, als wüssten die anderen nicht, was in diesem Eimer drin ist. Das ist total bekloppt. Gerade Frauen, die rennen immer mit dem Ding rum, als hätten sie so eine Gucci-Handtasche da dabei. Ne? Oder in der einen Hand die Brötchen und in der Hand diesen Drangammel. Ne? Bloß auch. Und wenn du denn über die Schnüre stolperst, ne? Das ist ja noch schlimmer. Ach, weißt du was? Wir bleiben dieses Jahr mit Mars in Hause. Da ist auch ganz gut. Ist ökologisch auch besser. Können wir vielleicht sogar Greta Thunberg noch zum Kaffee einladen. Also muss man rechtzeitig machen. Die kommt ja mit dem Fahrrad oder was. Ne? Ich weiß es nicht. Wisst ihr was? Euer Werner wünscht euch einen schönen Urlaub. Bleibt gesund. Und ich meine, wann ist es? Im August, glaube ich. Da komme ich auch nochmal vorbei. Machen Open Air bei euch in Wittingen. Ich freue mich jetzt schon. Ich packe schon mal das Auto. Weiß nicht, ob Lisbeth mit will. Muscheln gibt es ja bei euch nicht. Ne? Aber vielleicht könnt ihr ein paar auslegen. Das würde ja reichen dann. Ne? Also, Hummel, Hummel, euer Werner.